Ich hab im Winter Bewäsche und das ist schon mal gespürt. Der Chef bin ich. Ich bin ein zufriedener Mensch. Man muss sich aber ein bisschen zufrieden machen. Guten Tag, liebe Leute, Bichler Harald aus Aschach. Ich male von klein auf, freue mich, Sie heute begrüßen zu dürfen. Mit 3 Jahren habe ich bereits mit einem Zimmermannsbleistift die frisch bemalten Küchenwände bekritzelt und verschönert. Das war nicht toll. Weil dann ist der Vater gekommen und hat das ein bisschen... Was war dann? Na, bei den Uhren hat er mich halt gezogen. Ja. Ja, war eh nicht so tragisch. Ja, und ab da hast du beschlossen, du wirst Maler. Ja, genau. Nein, ich sag mir einfach, ich wollte wirklich die Wände verschönern. Und das waren wirklich so Vogel, waren das mit 3 Zechen. Ich war schon ein wenig Dingzeichen. Ja. Also nicht einfach umeinander geschmiert, sondern ein Vogelzeichen. Ja. Ich kann Ihnen zum Beispiel ein Aquarell zeigen, was ich 1991 entwickelt habe, Aquarelle mit Scherenschnitt. Da wirft das obere auf das untere einen Schatten und dadurch wird das Ganze plastischer. Man kann aber auch farbig unterlegen, da wird dann die Geschichte des Bildes noch besser erklärt. Und dann verkaufst du das? Ja, das kaufen, das, dann wird es eingerahmt. Die Leute behaupten das, dass ich ein guter Künstler bin. Aber trotzdem, es ist natürlich das Sujet, es gehen mehr Bauernhäusel und Blumenbilder, das sowas wird eher gekauft, ne? Ich habe teilweise auch Bildtexte gehabt, die sind auch nicht so gut angekommen. Ja. Abstraktes Bild habe ich mal ausgestellt, hat einer gesagt, das hat er genau gesehen bei seinem Autounfall. Ja. Was kosten deine Bilder so? Ja, momentan habe ich da keine Vorstellung, weil sich das nicht mehr ergeben hat in den letzten 20 Jahren. Habe ich gar nicht die Absicht gehabt zu verkaufen. Hast du seit 20 Jahren nichts verkauft? Nein, nichts verkauft. Nein. Ja, liebe Leute, das ist mein Malatelier. Hier kann ich richtig explodieren und wüten. Der Tisch kommt weg, dass ich Fläche habe. Und der Lack spritzt bis zum Kasten und bis zu den Regalen. Und die Bildfläche ist viel kleiner als das Bild, das ich eigentlich male. Ich habe zwar gesagt, ich explodiere, aber im Grunde genommen bin ich eher ein gehemmter Typ, was eher der Tatsache entspricht. Also nicht so der exzentrische Maler? Nicht der exzentrische Maler. Wärst du das gern? Wäre ich gern, ja. Aber du kannst es machen, da schaut eh keiner zu. Ja, ich schaue, kann ich nicht am Zuschauen, ja. Im Ich-Tanzen so und die Kunst ist mir schon sehr, sehr wichtig. Geht schon. Ja, ich habe eine Ausstellung gemacht in einem kleineren Ort und meine Aquarelle fallen mehr in den fantastischen Realismus. Und da haben die Leute tüchtig gegessen und tüchtig getrunken und will sie gegangen sind, haben sie gesagt, der spinnt aber.
man braucht ein bisschen Publicity. Ja. Ich habe mehrere Ausstellungen gemacht, die waren nicht erfolgreich. Ja, ja, das ist voll unter fantastischen Realismus. Ne? Und du siehst die Bolschonblumen, aber mehr stilisiert. Nicht naturgetreu, das ist viel Fantasie. Die Blumen sind Fantasieblumen. Mir geht es nicht darum, dass ich eine Rose malen und sage, Ma, das ist wie ein Foto. Um das geht es mir nicht. Ja. Verstehen die Leute Kunst? Nicht alle, ne? Eigentlich wenige. Wobei ich auch nicht Kunst studiert habe. Ne? Ich bin an sich Bauingenieur von der Ausbildung, das war nicht ganz das Richtige. Am meisten belastet haben wir die vierstündigen Vermessungsschularbeiten, alles auf Tausendstelrechner. Und wir haben damals keine Taschenrechner gehabt. Wir haben das logarithmisch gerechnet mit Büchern. Aber ich habe es durchgestanden. Ne? Da ist Malen natürlich ein bisschen einfacher, gell? Ja. Und dass du wieder mehr Ausstellungen organisierst? Nein, das hat keinen Sinn. Das kostet viel Geld und viel Arbeit. Ich habe bei zwei Banken ausgestellt, da hat das Buffet die Bank bezahlt, das ist gegangen. Ja. Da haben sie tüchtig gegessen und getrunken. Hast du Akt auch schon mal gemacht? Ja, Aktmalerei habe ich auch gemacht. Ja, ist bei den Ausstellungen sehr bewundert worden und im Verkauf auch nicht angekommen. Ja. Ja. Was sagt dir deine Frau, wenn du so viel malst? Ja, so. Also. Ja, geht schon. Meine Holde hat da an sich nichts dagegen, wenn ich mich im Keller vertschüsse, sondern sie arbeitet jetzt sehr viel im Garten und damit ist sie stundenlang beschäftigt. Ja, genau, ja. Ich bin im finsteren Keller. Liebe Leute, als Person bin ich nicht so wichtig, sondern mein Werk. Und ich würde mich auch freuen, wenn sich mehrere Leute dafür interessieren würden. Interessieren würden. Möglichkeitsform.